1969 entstiegen fünf junge Männer aus Liverpool in Hamburg, ich weiß auch nicht, einem Flugzeug oder einem Zug oder einem Bus oder einem Schiff, was auch immer, und begaben sich direkt, so las ich das zumindest, auf die Reeperbahn in einen Club namens Indra. Dort spielten sie jeden Abend nicht eins, nicht zwei, nicht drei, auch nicht vier, sondern mindestens fünf Sets, zumindest die ganze Nacht. Und wurden dann einer nach dem anderen mehr oder weniger unehrenvoll wieder aus unserer Stöhlenstadt hinaus komplimentiert. Sie waren alle noch keine 20. Aber sie kamen wieder, viermal im Ganzen. Und ja, 1963 kam der Durchbruch, der Rest ist Geschichte, Beatlemania. Und einen ganzen Haufen Fragen eigentlich. Ist es möglich, dass eine Band mit dem Erfolg und mit der Konsequenz ja, künstlerisch so arbeitet, dass sie nie zu einem Denkmal ihrer selber wird, in einer Karriere, die nur 10 Jahre dauerte, wovon die eine Hälfte gar keine Konzerte stattfanden, aber die allererfolgreichsten Alben in der Zeit rauskamen. Wie ist es möglich, dass dieselben Leute eine Firma namens Apple Corps starten, die bis heute besteht, und die sich über einen Zeitraum von einem Vierteljahrhundert mit einer anderen Firma namens Apple Computer verschiedene Schlachten vor Gericht lieferte, die auch recht einträglich ausgingen für Apple Corps, wie man liest. Also ein Beispiel ist, dass 1981, ich fasse mich nachher kurz, aber ich fand es interessant, soll Apple Computer an Apple Corps $80.000 bezahlt haben, für das Versprechen, dass Apple Computer sich nicht im Musikbusiness engagiert und Apple Corps sich nicht im Computerbusiness engagiert. Tja, gut. Genau, alle haben ihr Versprechen gehalten, ja, genau. Okay, weiter zur Frage, ja, wie ist es möglich? Wie ist es möglich, dass wir hier überhaupt alle zusammensitzen? Es ist ein Zusammenspiel von ja, fast übermenschlichen Anstrengungen, die euren eingeschlossen. Ja, früher war das so, dass man mit diesem Aufwand ungefähr einen transatlantischen Flieger betrat. Deswegen ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr hier seid und die Musik supportet. Das ist ganz wichtig, das ist eminent wichtig, weil das ist noch lange nicht vorbei alles. Also ich glaube, es hat gerade erst angefangen. Und nur weil wir jetzt hier wieder zusammen Musik hören, heißt noch lange nicht, dass es vorbei ist. Und aus dem Grund wende ich mich auch noch an unsere Zuschauer auf Hamburg Stream. Guten Abend miteinander. Euch auch ganz besonders ein ganz großes Dankeschön für den unfassbaren Support, den Hamburg Stream von euch genossen hat, in der Zeit, seit alles losging und bis heute. Bleibt uns treu, habt vielen Dank und vor allem viel Spaß mit der Musik. Und ich möchte auch ganz herzlich der Fabrik als Ganzes und dem ganzen Team danken dafür, dass sie die Idee hatten, das war nämlich nicht unsere Idee, sondern deren, dass man hier was zusammen machen könnte. Das ist, finde ich, so toll, und dass wir heute hier in diesem unglaublichen Raum diese Musik zusammen erleben können. Und Melle hat dieses tolle Licht hier gebaut und Eduardo macht den Sound, das ist doch einfach toll. Vielen Dank. Alright. Und an einem noch nicht bestimmten Tag im Jahr 2002 entstieg ein junger Musiker aus Georgien, auch irgendeinem Vehikel hier in Hamburg, und ist seither hier geblieben. Wir hören ihn heute Abend unter anderem mit Lukas Klapp an den Tasten. Schon Lothar Müller an der Gitarre, Konrad Ulrich am Schlagzeug, Claus Stötter an der Trompete, und der Gewinner des diesjährigen Werner Burkhardt Musikpreises, Giorgi Kiknadze, am Kontrabass und am Elektrobass. Viel Spaß. Das Allerwichtigste habe ich vergessen. Wenn ihr nachher rausgeht, gibt es so grüne Pfeile hier und die sagen, dass es hier lang geht. Also nicht da, sondern da. Hätte ich gleich zu Anfang gesagt. Alles klar, viel Spaß. Ciao.
Guten Abend. Das ist laut, ein bisschen leiser. Herzlich willkommen in diesen heiligen Hallen, muss man sagen. Die Fabrik ist legendär und dass ich jetzt mit diesen Musikern in einer besonderen Form wegen Corona und so weiter und so fort hier spielen darf und dann auch noch dieses Programm spielen darf, ist eine große Ehre und dafür jetzt schon vielen Dank an die Fabrik und an die Jazz Federation, die das möglich gemacht haben. Wir haben im letzten Jahr im April dieses Programm in meiner Reihe im Hafenbahnhof gespielt und seitdem nicht mehr und damals... Damals war auch saß noch ein anderer, manche von euch waren da und saß ein anderer Schlagzeuger hier, der ist mittlerweile zurückgegangen in unser Heimatland, nach Georgien. Und deswegen bin ich zwar traurig darüber, aber froh, dass wir so einen Ersatz gefunden haben, Konrad Ulrich am Schlagzeug. An der Trompete, ich bin unglaublich froh, dass er dabei ist. Ich bewundere ihn, Claus Stötter. An den Keyboards und am Klavier, wie Konrad auch, ein alter Weggefährte und treuer Begleiter, Lukas Klapp. Und an der Gitarre einer meiner Lieblingsmusiker, Lothar Müller. Wir spielen 12 Stücke von den Beatles, denn es gibt 12 Alben von den Beatles und wir spielen jeweils ein Stück von jedem Album. Das waren jetzt 2 Stücke, wie ihr vielleicht gemerkt habt, hintereinander. Nämlich das Titelstück von der ersten LP von 62, Please Please Me, und das Stück hieß auch Please Please Me. Und die zweite Platte, 63, hieß With the Beatles, beziehungsweise Meet the Beatles, das war in Amerika, hieß sie ein bisschen anders als in Britannien. Und daraus das Stück All I've Got to Do. Jetzt kommt schon 64, Hard Day's Night, die dritte Scheibe. Und ich habe komischerweise Hard Day's Night das Lied selber nie besonders gemocht bis heute und dann immer quasi gleich auf Stück 2 geschaltet. Und Stück 2 ist das, was wir jetzt gleich spielen. I Should Have Known Better. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank. Das war Every Little Thing von der vierten Platte, auch von 64, Beatles for Sale heißt die. Und jetzt kommt das Jahr 65 und da gibt es, da haben sie zwei Alben veröffentlicht. Die eine heißt Help, wieder so ein Titelstück, aber da sind viele andere tolle Stücke drauf. Zum Beispiel I've Just Seen a Face von Paul McCartney. Und danach kommt ein Album, was als revolutionär und legendär angesehen wird. Nicht zuletzt aufgrund des Soundes mit neuen Elementen, mit schon leichten indischen Einflüssen, die George Harrison mitgebracht hat aus Indien. Und dieses Album hat etwas in Gang gesetzt, wenn man sich zum Beispiel die Beach Boys anguckt, die dann wiederum ihr bekanntes Album Pet Sounds veröffentlicht haben im 66. Das war quasi, dazu diente als Inspiration dieses Beatles-Album, nämlich Rubber Soul. Das wiederum hat dann und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat das irgendwas gestartet, offensichtlich. Und es ist wirklich bemerkenswert, der Klang und wie das arrangiert ist, wie diese sehr frühe Phase auch noch zu spüren ist, mit diesen geschrammelten Gitarren und sowas. Aber da ist schon eine ganz andere, kann man sagen, vielleicht zu spüren. Und daraus spielen wir das The Word.
Vielen Dank. Als nächstes kommt ein wichtiges Jahr und ein wichtiges Album, was einen tiefen Einschnitt in die Karriere und die Musik der Beatles bedeutet. Und das ist das Album Revolver aus dem Jahre 66. Und in diesem selben Jahr haben die Beatles sich entschieden, nicht mehr öffentlich aufzutreten, weil das ganze Gekreische von den Teenies und sowas sie tatsächlich, wie sie selber gesagt haben, zu schlechteren Musikern gemacht haben, weil sie sich nicht mehr hören konnten. Ringo hat erzählt, der hat dann nur noch auf Johns Arsch geguckt, wie der gewackelt ist, um halbwegs im Rhythmus zu bleiben, weil er sonst nichts gehört hat. Und die haben gemerkt, okay, irgendwas muss anders werden, wir spielen schlechter, die Musik ist nicht mehr gut. Also haben sie sich verkrochen ins Studio und herauskam ein unglaubliches Album, Revolver. Und das Abschlussstück von diesem Album spielen wir jetzt, das heißt Tomorrow Never Knows. Thank you.
Lothar Müller an der Gitarre. Man muss sich vorstellen, zu dieser Zeit war schon, wie gesagt, dieser große Umbruch. Und diese Jungs waren immer noch Mitte 20. Lennon war 26, McCartney war 24, Harrison war 23. Also eigentlich noch fast noch Jugendliche. Und danach haben sie sich noch auch optisch verändert. Plötzlich hatten sie alle Schnurrbärte und lange Haare und Lennon hat angefangen, die berühmte Brille zu tragen. Und 67 kam dann ein Album, was bis heute als das Beste aller Zeiten angesehen wird. Ich halte nicht so viel von solchen Superlativen, außer dass die Beatles die beste Band sind, das ist klar, aber das ist wirklich ein Meilenstein der Musikgeschichte. Da gibt es viele interessante Lieder drauf. Die Zeit war zum Beispiel für Lennon sehr schwierig. Er war in einer Ehekrise, hat nicht viel zustande gekriegt zu der Zeit. Also das Album ist eher auf McCartneys Mist gewachsen, möchte man meinen, aber andererseits befinden sich da Lieder wie Lucy in the Sky with Diamonds und A Day in the Life, die größtenteils von Lennon sind. Und auch ein Stück, was entstanden ist, nachdem er bei einem, ich glaube, in Liverpool bei einem Trödler reingestolpert ist und ein altes Plakat gesehen hat von einem Zirkusleiter aus dem 19. Jahrhundert. Britischen Zirkusleiter, der aber schwarz war, Pablo Funke hieß der. Und der hatte ein ganzes Programm, ein Zirkusprogramm mit Henry the Horse und Mr. Kite und irgendwelche Hendersons, die durch die brennenden Ringe gesprungen sind und so weiter und so fort. Und es gibt dieses Plakat, kann man eingeben, kann man nachgucken. Und John Lennon war so fasziniert davon, dass er ein Stück geschrieben hat, das heißt Being for the Benefit of Mr. Kite. Und das spielen wir jetzt. Thank you.
Vielen Dank. Das war das zweite Titelstück, was wir heute spielen. Also das erste war Please Please Me von der ersten, vom ersten Album. Und das zweite, eben gehörte, war von dem Album Magical Mystery Tour. Und das Lied hieß auch Magical Mystery Tour. Jetzt kommen wir zum... Jetzt kommen wir vielleicht zum, ich weiß nicht, vielleicht doch zum bekanntesten Album von den Beatles, dem weißen Album nämlich. Und da gibt es ein wunderschönes Stück von McCartney, was meines Wissens für seinen Hund Martha geschrieben wurde. Gibt aber auch andere Versionen, dass es doch jemand anders war. Aber ich weiß es nicht genau. Es würde auf jeden Fall sehr gut passen. Martha, my dear, heißt das.
Vielen Dank, Martha, my dear, war das. Und jetzt sind wir im Jahre 1969, kein gutes Jahr, zwischenmenschlich und finanziell für die Beatles. Da war einiges im Argen. Trotzdem sind 1969 zwei Alben entstanden. Einer anlässlich eines Films, den sie noch drehen mussten oder sich verkauft haben, oder ich weiß nicht genau, nämlich Yellow Submarine, das ist ein Zeichentrickfilm. Und das Album dazu ist zweiteilig, die erste Seite sind fünf, sechs oder sieben Stücke von den Beatles und die zweite Seite ist Orchestermusik, also Filmmusik von dem Produzenten von George Martin. Und auf der ersten Seite ist unter anderem ein tolles Stück von George Harrison drauf, der heute noch gar nicht zu Wort gekommen ist, was aber auch seine Rolle bei den Beatles ein bisschen widerspiegelt. Der durfte nur zwei Stücke pro Platte oder so, maximal. Drei bei der Doppelscheibe, gut, das war aber auch wirklich das Höchste. Und leider habe ich das irgendwie übernommen und es bleibt das einzige offizielle Harrison-Stück im Programm. Ich habe mir vorgenommen, ihm irgendwann, wenn ich die Muße habe, ein gesondertes Programm zu widmen. Mal gucken. Auf jeden Fall heißt dieses Stück It's All Too Much. Thank you.
Jetzt kommen wir zum vorletzten Album und somit auch zum vorletzten Stück. Für mich ein Mysterium, wie man bei diesen Voraussetzungen, bei diesem Gift, was mittlerweile untereinander hin und her schwappte. Yoko saß mit im Studio und alle hassten sie und es muss furchtbar gewesen sein. Apple hat sie über den Tisch gezogen und es fehlte Kohle an allen Ecken und Enden und so weiter. Und sie haben ein Album aufgenommen, das heißt Let It Be, und das ist als letztes erschienen. Es wurde aber gar nicht als letztes aufgenommen. Da es aber als letztes erschienen wurde, spielen wir das auch als letztes. Und davor die eigentliche letzte Session von den Beatles waren die Abbey Road Sessions. Und für mich ist das unerklärlich, wie man ja, trotz dieser Feindlichkeiten untereinander solche Musik dann fabrizieren kann, irgendwie zusammen. Völlig unerklärlich für mich, aber es ist passiert und wir spielen ein heftiges Stück von John Lennon von der Abbey Road und das heißt I Want You. Thank you.
Dankeschön. Bevor wir uns auflösen, es ist nämlich 1970, stelle ich nochmal die Band vor. Es macht tatsächlich was mit einem, wenn man das wirklich so plant, von der ersten Platte chronologisch bis zur letzten. Und wenn man die Musik gut kennt, dann nimmt man die Geschichte irgendwie mit und dann nimmt das einen auch ein bisschen mit. Dann. War schön mit euch Jungs. Zumindest die ersten Jahre. Vielen Dank an Claus Stötter an der Trompete. Lukas Klapp an den Keyboards. Lothar Müller an der Gitarre. Und ein spezieller Dank gebührt Konrad, der sich die Noten reingezogen hat, die Aufnahmen sich angehört hat, die wir im Hafenbahnhof fabriziert hatten und der sich reingehängt hat und so toll gespielt hat. Konrad Ulrich am Schlagzeug. Giorgi Kiknadze. Vielen Dank. Ich habe die Setlist, die wir gespielt haben, einem Freund vor ein paar Tagen, einem Freund geschickt, der nicht hier ist, aber der per Stream, glaube ich, zuguckt. Hallo Axel. Und da habe ich geschrieben, als letztes Stück, I've got a feeling, das was jetzt kommt, und in Klammern, wenn ich es mir aussuchen müsste, dann wäre das wahrscheinlich mein Lieblingsstück von den Beatles. Ich bin froh, dass ich es nicht aussuchen muss, aber wenn, dann wäre es so. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank nochmal an die Jazz Federation, an die Fabrik und besucht weiter Konzerte. Wir brauchen euch und sind wir mal ehrlich, ihr braucht uns auch. Natürlich, bitte natürlich alles mit genügend Eigenverantwortung und die Statuten nicht verletzen und dann kommen wir schon wieder auf die sonnige Seite irgendwann. Vielen Dank und guten Abend.
Armlänge, ne?